Hi und herzlich willkommen zum Taboola Video Tutorial zum Thema Tracking und Reporting, die Basics. Heute wollen wir kurz durchgehen, wie du das Taboola Pixel generieren kannst, wie du Conversions definieren kannst und wie du entsprechend Daten sammeln und analysieren kannst in deinem Taboola-Account. Die meisten Advertiser bewerten ihre Kampagnen logischerweise anhand von bestimmten Kampagnenzielen oder auch Conversions genannt, wie beispielsweise der Abschluss von einem Download oder einer Lead-Generierung oder auch tatsächlich den Einkauf von einem Produkt. Um diese Conversions messen zu können und tracken zu können, brauchst du ganz einfach nur hier unser Taboola-Pixel, die rauszuziehen im Bereich Taboola-Pixel. Conversions in deinem Account kannst du hier oben rechts auf den Pixel klicken und kannst dir dann hier einfach den Pixelcode rauskopieren und auf dem Header oder im Header deiner Seite einbauen. Um wirklich ein ganz umfassendes Tracking zu ermöglichen und zum Beispiel auch das Anlegen von Audiences für beispielsweise Retargeting, empfehlen wir, das Pixel wirklich quer über alle deine Seiten einzubauen, sodass du einfach die Möglichkeit hast, an vielen verschiedenen Stellen in deinem Funnel beispielsweise ja, Conversions zu tracken. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem Google Tag Manager. Wenn du da eine Anleitung brauchst, kannst du dir das ganz einfach hier unten unsere Anleitung runterladen, wo alles wirklich Schritt für Schritt erklärt ist. Geht natürlich super easy. Genau. Genauso praktisch ist unsere Chrome Extension hier, die du verwenden kannst, wenn du das Pixel testen möchtest. Einfach hier runterladen. Und dann wird die quasi jedes Mal automatisch aktiviert, wenn du auf eine Seite kommst, wo ein Taboola-Pixel eingebaut ist und sagt dir dann ganz genau, was dort gerade für eine Aktion oder für eine Conversion gezählt wurde und ob das Ganze auch wirklich richtig funktioniert. Genau. Jetzt, wo wir das Pixel eingebaut haben auf deiner Seite, haben wir quasi die Grundlage gelegt für Conversion Tracking. Das Ganze funktioniert aber natürlich erst dann richtig, wenn wir auch entsprechende Conversions definiert haben. Sprich, wir wollen jetzt natürlich das Pixel quasi aktivieren auf verschiedenen oder an verschiedenen Stellen, eventuell oder vielleicht auch nur an einer Stelle. Und das können wir hier im Bereich Conversions definieren. Einfach hier auf New Conversion klicken und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder URL-basierte oder Event-basierte Conversions tracken. URL-basiert ist super easy. Dazu musst du einfach nur die URL von der Conversion-Zielseite sozusagen eingeben. Du kannst entweder tatsächlich nur einen Teil der Zielseiten-URL eingeben oder wirklich die komplette Zielseiten-URL. Dann benennst du das Ganze noch, wie jetzt sagen wir einfach Conversion X, wählst eine Kategorie aus, sagen wir in dem Fall, ist es eine Lead-Generierungskampagne. Du kannst dem Ganzen sogar tatsächlich noch einen Wert zuordnen, wenn du möchtest. Das macht aber hauptsächlich bei E-Commerce beispielsweise Sinn, wenn wirklich ein bestimmter Produktwert hinter der Conversion steckt. Und dann kannst du auch theoretisch noch dein Conversion-Fenster anpassen. Der Default sind hier immer 30 Tage, sprich jeder Klick, der innerhalb von 30 Tagen in einer Conversion resultiert, diese Conversion wird sozusagen von unserem System gezählt. Genau, und als letztes musst du noch entscheiden, ob eine Conversion wirklich in deine Hauptconversion sozusagen reinzählen soll. Das ist A, wichtig für die Optimierung durch unseren Algorithmus, weil alle Conversions, die hier quasi als Hauptconversion
definiert sind, werden von unserem Algorithmus berücksichtigt für die Conversion-Optimierung. Und gleichzeitig werden diese Conversions auch herangezogen, um deine Conversion-Rate zu berechnen und deinen CPA zu berechnen. Sprich, wenn du beispielsweise unterschiedliche oder mehrere unterschiedliche Conversions misst, wie sagen wir mal, wenn du einen Online-Shop hast, misst du nicht nur den tatsächlichen Kauf, sondern auch einen Produkt in den Einkaufswagen gelegt oder zwischendrin noch für den Newsletter angemeldet, dann solltest du wirklich nur die Conversion als Hauptconversion definieren, die auch letztendlich relevant ist, um den Erfolg deiner Kampagne zu messen und ja, vorherzusagen. Genau, das ist die URL-basierte Version. Das Ganze geht auch eventbasiert. Dazu musst du zuallererst mal die Art des Events auswählen. Wenn wir jetzt wie in unserem vorherigen Fall wieder von einem Lead ausgehen, dann wählen wir hier oben Lead aus, können auch hier XYZ den Lead natürlich noch entsprechend umbenennen. Und genau, auch wie in der URL-basierten Conversion können wir da wieder einen Wert zuordnen, wir können das Conversion-Fenster anpassen und so weiter. Hier ist jetzt der Unterschied, dass du wieder oder noch einen weiteren kleinen Pixel oder Code-Snippet quasi bekommst, den du bitte auf der entsprechenden Conversion-Seite einbauen musst. Sprich, wenn das jetzt wie bei der URL-basierten Seite auf einer bestimmten Abschlussseite zum Beispiel stattfindet, dann hängst du dort einfach diesen Snippet unterhalb von dem Tabula Pixel Code an. Oder, und das ist natürlich das Spannende bei eventbasierten Conversions, du kannst das Ganze auch nutzen, um zum Beispiel Inline-Actions wie Clickouts zu messen. Und dazu musst du einfach nur diesen Code-Snippet an das entsprechende HTML-Element anhängen. Auf jeden Fall beachten, dass dieser Event-Snippet nur in Kombination mit dem Basispixel quasi funktioniert, sprich, du musst auf jeden Fall auf der entsprechenden Seite auch unseren Basiscode eingebaut haben, den wir ja vorher uns runtergeladen haben. Genau. Nach demselben Prinzip kannst du, oder nach den beiden selben Prinzipien, kannst du dir auch Audiences generieren oder definieren in deinem Account. Zum Beispiel eben, um Retargeting-Kampagnen zu erstellen oder auch um bestimmte User zum Beispiel auszuschließen von deinem Targeting. Unser System definiert oder legt automatisch eine Conversion für dich an, sobald du unser Pixel verbaut hast, für einfach alle Website-Besucher. Du kannst das Ganze aber auch wirklich noch sehr viel granularer machen und beispielsweise sagen, du möchtest eine Kampagne für alle User, die auf der zweiten Eingabemaske für die Adresse waren oder wie auch immer und kannst das Ganze dann wieder wie bei den Conversions anhand der URL festlegen oder anhand von einem bestimmten Event. Conversion Tracking richtig aufgesetzt ist, das Pixel funktioniert und wir auch tatsächlich schon Events empfangen, können wir uns in der Campaign Summary die tatsächliche Performance unserer Kampagnen anschauen. Wir können uns das Ganze auf Basis aller Kampagnen, aber auch auf Basis einzelner Kampagnen anschauen und nach verschiedenen Kriterien filtern oder sortieren. Das Ganze können wir uns auf verschiedene Zeiträume eingrenzen, je nachdem, welcher Zeitraum gerade für die Auswertung relevant ist. In dem Fall wollen wir uns jetzt mal diesen Monat anschauen und können dann hier ganz wundervoll sehen, wie sich die Kampagne entwickelt hat. Die Zahlen, die wir hier unten finden, sind einmal die Impressions,
die Klickrate, die tatsächliche Anzahl an Klicks, der CPC, der tatsächlich im Schnitt eingesetzt wurde, der CPM, die Conversion Rate, die Anzahl von Conversions, der entsprechende Cost per Acquisition und der Spend, also wie viel habe ich tatsächlich ausgegeben pro Tag in dem Fall. Ich kann mir das Ganze auch theoretisch noch individualisieren und beispielsweise verschiedene Spalten noch hinzufügen, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie viele tatsächlich sichtbare Impressions meine Kampagne generiert hat und aufgrund dessen die Klickrate und den CPM mir ausgeben lassen möchte, kann ich diese Spalten hinzufügen und ich kann hier, je nachdem, welche Conversions ich in meinem Conversion-Bereich definiert habe, auch noch quasi unter Conversion Rates und unter CPAs mir angeben lassen. Zum Beispiel jetzt in dem Fall für die Registrierung. So, das wende ich an und sehe da, mein Reporting ist um einige Spalten gewachsen und ich kann mir das Ganze noch genauer ansehen. Alle Reports können über diesen kleinen Button hier runtergeladen werden, sodass ich in Excel beispielsweise die Daten noch weiter bearbeiten kann oder visualisieren kann oder an meinen Chef beispielsweise schicken kann. Genau, das war der Report auf Tagesebene. Hier auch noch sehr, sehr spannend ist der By-Side-Report, weil er mir sagt, wie die Performance meiner Kampagne auf den einzelnen Publishern sich verhält. So, in dem Fall wählen wir jetzt eine einzelne Kampagne aus, weil das uns ermöglicht, für diese Kampagne tatsächlich auch Optimierungen vorzunehmen, indem ich beispielsweise den CPC auf Publishern, die besonders gut konvertieren, wie jetzt zum Beispiel MSN Germany in diesem Fall, kann ich jetzt hier mein Gebot erhöhen, indem ich auf diesen kleinen Button hier klicke oder ich gebe einfach einen individuellen CPC hier an. Genau das Gleiche kann ich umgekehrt machen. Für Publisher, die weniger gut konvertieren, kann ich mein CPC nach unten anpassen und ich kann theoretisch auch Publisher, die wirklich gar nicht funktionieren oder bei denen ich aus anderen Gründen keinen Traffic einkaufen möchte, kann ich komplett rausblockieren über diesen Button hier. Und zuletzt noch sehr spannend ist der sogenannte By Audience Report. Hier sehe ich, wie meine Kampagne in den einzelnen Audience-Segmenten performt. Audience-Segmente sind einfach Usergruppen, die wir anhand von User-Daten vordefinieren quasi und die wir hier eben für diesen Report einmal anwenden, aber natürlich auch entsprechend für Kampagnen-Targeting nutzen können. Wenn ich jetzt also sehe, ich habe für Kampagne X einige Audience-Segmente, die besonders gut konvertieren, dann kann ich für diese Audience-Segmente direkt aus diesem Report heraus theoretisch eine neue Kampagne anlegen, indem ich die entsprechenden Audiences hier links auswähle und dann auf diesen Button klicke, Duplicate Using Audiences. So wird einfach eine Kampagnenkopie quasi erstellt von der entsprechenden Kampagne, 1:1 mit den gleichen Einstellungen, bis auf den Unterschied, dass eben nur diese Audience-Segmente im Targeting enthalten sind. So, und zuletzt können wir uns die Kampagnen-Performance auch noch auf Werbemittelebene anschauen. Das finden wir nicht in der Campaign Summary, sondern hier drüben im Top Campaign Content. Und das können wir hier auch wiederum machen auf Einzelkampagnenebene oder auf Ebene aller Kampagnen. Die KPIs sind exakt die gleichen, mit dem Unterschied, dass ich hier noch schön meine Headline und mein jeweiliges Bild dazu sehe. Und auch hier kann ich theoretisch direkt aus dem Report heraus
Kampagnenwerbemittel pausieren, die beispielsweise nicht gut funktionieren. So, wir haben uns jetzt sehr ausführlich angeschaut, wie du die Kampagnendaten deiner Taboola-Kampagnen in Backstage gespielt bekommst und dort auswerten kannst. Jetzt wollen wir dir natürlich aber auch verraten, wie du all diese Daten in dein internes Reporting bekommst. Wenn du zum Beispiel Google Analytics verwendest, um deine Kampagnen auszuwerten, empfehlen wir dir, UTM-Parameter einzusetzen. Du kannst dazu einfach in dein Campaign Management über diesen kleinen Stift hier in deine Kampagneneinstellungen gehen und beim Tracking Code entsprechende UTM-Parameter einsetzen oder einbauen. Das vorangestellte Fragezeichen brauchst du hier nicht mit eintragen, das wird immer automatisch vorangestellt und dieser Tracking-Code wird automatisch allen deinen Kampagnen-URLs quasi angehängt. Sprich, wenn du mit verschiedenen Werbemitteln arbeitest, brauchst du nicht auf Item-Ebene jedem einzelnen Werbemittel oder jeder einzelnen URL diesen Tracking-Code anhängen, sondern kannst das einmal übergeordnet hier auf Kampagnenebene tun und sparst dir so ein bisschen die Zeit. Du kannst das theoretisch auch auf Einzel-URL-Ebene machen in deinen Kampagnen Werbemitteln, dann musst du aber beachten, dass du den Tracking-Code auf Kampagnenebene tatsächlich rauslöscht. In diesem Fall gehen wir jetzt aber eben davon aus, dass wir das Ganze nur auf Kampagnenebene eingeben und schauen uns an, welche Tracking-Parameter wir dann hier jetzt tatsächlich anhängen können. Der Default ist immer der hier, UTM Source gleich Taboola und UTM Medium gleich Referral. Du kannst das Ganze jetzt aber auch theoretisch noch um sogenannte dynamische Makros ergänzen und diese als weitere UTM-Parameter anhängen. Die werden dann mit dem jeweiligen Wert befüllt und an dein Tracking-Tool zurückgespielt und können dir zum Beispiel verraten oder Auskunft geben, über welchen von unseren Publishern oder auch welches deiner Werbemittel ein Klick oder eine Conversion generiert wurde. Das hilft dir vor allem dann, wenn beispielsweise einige deiner relevanten, wichtigen KPIs nicht wirklich in Backstage gemessen werden können, wie beispielsweise Verweildauer oder Abbruchquoten oder Offline-Conversions. Du findest alle dynamischen Makros, die du einsetzen kannst, in unserem Help Center im Bereich Creating and Adding URL Parameters for Tracking. Und zwar, wenn du weiter runter scrollst, hast du hier unten alle Parameter, alle UTM-Parameter, die du hier dynamisch einsetzen kannst und die musst du dann einfach nur einem entsprechenden Feld in deinem Reporting zuordnen. Genau, und das Ganze dann einfach hier an deinen Tracking-Code dranhängen, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir wollen wissen, welcher Publisher einen Klick generiert hat und haben das UTM-Term-Feld noch frei, dann machen wir einfach das hier. Geschweifte Klammer, Site, geschweifte Klammer zu und fertig. Und das Ganze können wir theoretisch für weitere Werte machen.